Es stimmt etwas nicht in Dortmund. Selbst dann, wenn eigentlich alles in Ordnung sein sollte. Nach dem Sieg vom Sonntag zum Beispiel 1:0 gegen Hannover, seit 12 Spielen ungeschlagen, Platz 3 für direkte Champions League-Qualifikation gefestigt. Nach dem Spiel und Trainer Peter Stöger sinngemäß, dass es wohl noch selten einen Trainer gegeben habe, der bei einer derartigen Erfolgsserie derart deutlich in der Kritik stehe. Er musste dann schmunzeln, sein Gesicht dazu wollte sagen, was habt ihr nur alle? Habt ihr sie noch alle? Je länger Stögers Bundesliga-Serie anhält, desto größer wird Kritik an ihm. Insofern haben sich Erfolg und Gemütslage beim BVB irrational entkoppelt. Der Grund dafür ist, dass Anspruch und Wirklichkeit in Dortmund nicht mehr in Deckung zu bringen sind. Nennen wir es das AKI-Watzka-Syndrom. Rausliches Selbstverständnis trotz der Serie in der Liga, kann man Dortmund natürlich auch anders sehen. Oder sagen wir, jeder, der im Stadion sitzt und sich ein BVB-Spiel in ganzer Länge reinzieht, sieht es. Das, wofür Dortmund unter Klopp und Tuchel standen, das gibt's nicht mehr. Dieser kompromisslose Offensivgeist, das frühe Pressing, der intelligente Spielaufbau, das Selbstbewusstsein, alles perdu, wie Franzosen sagen. Futsch. Stattdessen eine zweite Halbzeit wie gegen Hannover, bei der selbst der sonst immer korrekte ARD-Kommentator in der Sportschau-Fassung verliert grauslich. Borussia Dortmund gegen Hannover 96 on demand im Eurosport Player. Wenn man als Fan dann noch jüngsten Salzburg-Spiele in den Knochen hat, dann formt sich ein Bild, das dem eigenen Selbstverständnis im Wege steht. Wir sind nicht mehr junge, innovative Kraft des deutschen, des europäischen Fußballs, für wir gerade im Jahr des Champions League Finals 2013 gefeiert wurden. Wir sind nur noch grausliches Mittelmaß, sich das einzugestehen, tut manchmal weh. Und vielleicht sollte man genau hier beginnen, Dinge zu ändern. Warum Götze und nicht Bender? Beim BVB ist vieles in Unwucht geraten, für das gerade auch Vorstandsboss AKI Watzke Verantwortung trägt. Der Kader, der nicht breit genug und stimmig zusammengesetzt ist, das Hofieren und Festhalten an zweifelhaften Charakteren, jeden Gemeinschaftsspirit kaputt machen wie Aubameyang oder Dembele, müssen sich Sportdirektor Zorc und Watzke persönlich ankreiden lassen. Mario Götze, Borussia Dortmund, Imago sinnbildlich für spielerische Talfahrt und sportliche Krise des BVB steht der hochtalentierte Mario Götze, der so viel verspricht und so wenig einlöst. Auch mit Rücksichtnahme auf seine Erkrankung, aber sein immer leicht pomadiges Auftreten macht es schwer, noch an seine Entwicklung zu glauben. Offenbar geht es Jogi Löw inzwischen genauso. Der BVB könnte 2018 auch durch einen wie Sven Bender repräsentiert sein. Ein starker, authentischer Charakter, ein echter Leader. Warum man ihn hat gehen lassen, ist für mich immer noch der größte anzunehmende Fehler. AKI Allstars nicht mehr gut genug. Gerade das Gerede um Führungsspieler offenbart in Dortmund ein immenses Hierarchie- und Kommunikationsproblem zwischen Clubführung und Trainer. Die nominellen Führungsspieler wie Kapitän Marcel Schmelzer oder Nuri Sahin, Süddeutsche, nennt sie süffisant, AKI Allstars, sind faktisch keine, weil ihr Leistungsvermögen für eigenen Ansprüche nicht mehr ausreicht. Der Anspruch, so will es Watzke, ist Champions League, doch seine Lieblingsspieler, denen er Gehör schenkt, sind, sagen wir, für ein CL-Halbfinale nicht mehr zu gebrauchen. So viel Realitätsverweigerung muss einen Trainer irritieren und allen öffentlichen Sympathiebekundungen zwischen Watzke und Stöger zum Trotz werden Risse in der Fassade der Freundschaft sichtbarer. Stögers Zweifel am BVB als der Trainer das Aus gegen Salzburg in der Europa League erklären sollte, wählte er nach einiger Zeit das höchst interessante Stilmittel der rhetorischen Frage, so viel mehr verrät als das übliche Blala nach einem Spiel. Stöger sagte, sind wir in der Lage, in der Situation, in der wir jetzt sind, mit den Spielern, mit der Konstellation, sehr großartigen Dinge, es beim BVB irgendwann einmal vor ein paar Jahren gegeben hat, so in der Größenordnung abzuliefern. Das Interessante daran ist, dass völlig klar scheint, welche